Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Wir können nämlich heute ein bisschen surfen. Wir gehen heute über Route 21. Oh, ein Charmeera. Oh, ein Sherlock, das habe ich noch nicht. Na, leck mich doch. Hey, ja, ja, wir treffen es aber heute nicht. Irgendwie haben wir es heute beim Treffen. Jetzt haben wir es. Oder zumindest den Pokéball getroffen. Ah, ist klar. Oh, den haben wir auch direkt beim ersten Mal getroffen. Den mal nach rechts. Fangen wir bitte nicht mit so einer Kacke an, ne? Ah, ein großartiger! So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir noch ein paar Bären? Haben wir noch ein paar Bären? Komm, hier, nimm mal den. Oh, was war das denn für ein... Ich möchte keinen Wurf. Also, das war nichts. Aber gut, egal. Viel zu schnell manchmal. Viel zu überhastet. Ja, und das ist klar. Jetzt haut es ab. Füße sind ohne. Oh, ich weg. Komm her. Habe ich einen Lehrer schon? So. Ich gebe bitte nicht mit dem auch noch einen Sack. Absoluter fabelhafter Wurf. Oh, Leute, ey. Ernsthaft, Stern, du? Na, endlich. Beim gefühlt 20. Ball bleibt dieses Pokémon endlich mal im Ball. Wir haben Sterndu. Oh, wir haben fast Level 43 für. Sterndu nehmen wir nicht ins Team. Ich weiß gar nicht, ob wir Charmeera schon haben. Wir fangen jetzt aber mal. Oder probieren zumindest. Am Idealfall natürlich nicht mit dem Meisterball. Dann haben wir auch dringend mal Überbälle. Na, ist mir klar. So, wir müssen also wieder ein bisschen beruhigen, dieses Pokémon. Eieiei. Na gut, der Ring war viel zu groß. Ja, genau, in dem Moment springst du natürlich weg. Komm her, Charmeera. Jawohl. Wenn wir es nicht haben, haben wir es jetzt. Das ist ein riesiges auf jeden Fall. Das ist immer gut. 1618. Ich weiß gar nicht, was das schon. Das hat dicke Erfahrungspunkte gebraucht auf jeden Fall, diese Charmeera. Ich glaube, wir haben es nämlich noch nicht gehabt. Wir haben jetzt Level 43 für Quapsel und Level 36 für Sean und 49 für Pikachu. Und das Geheimnis kriegen wir noch nicht aufgelöst, ob wir es schon haben. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal in die Entwicklung für Quapsel.
So. Wir hatten... Ne, Quapuzzi haben wir nur den Eintrag bekommen gerade. Ultra, Chanera hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Dann haben wir das zumindest auch aufgelöst. Wunderbar. So, Team. Ja, Quatsch, Team. Beutel. DM-Box. Die TM 13 mal kurz eben anwählen. Für Fußkick gebe ich ihm jetzt den Durchbruch bei. So. Und die Stärkungstasche. Den Wasserstein. Quapuzzi wird schon gar nicht mehr als Quapuzzi in den Kampf gehen, sondern direkt durchentwickelt zu Quappo. Dafür kriegen wir auch direkt den nächsten Eintrag. Also wir haben jetzt vier Pokémon, drei Pokémon und einen Eintrag bekommen. Quapuzzi, Quappo und Chanera eben. Und das alles in einer Folge. Überroller? Nein. Das war eine gute Attacke, aber Eigenschaden muss ich nicht haben. So. Wir haben, da oben ist ein Trainer. Alles so Tentoxas gerade. Alles nur Tentoxas gerade auf der Route. So, Kollege, du kommst mit einem Seemon. Also damit haben wir eigentlich unser Team sogar komplett. Zumindest mit dem wir auch dann in die Poké in den letzten Orden gehen. Der nächste Ort wird interessant werden. Da kann Quappo zeigen, was es kann. Weil die nächste Arena wird eine Feuerarena werden. Aber da kommen wir noch nicht zu. Wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Das zeige ich euch, wenn wir sobald wir auf der nächsten Insel sind. Wir machen jetzt mit dieser Route hier durch. Wahrscheinlich in der nächsten Folge machen wir das. So, er hat einen Gyarados. Aber das ist auch jetzt los. Ja. Tschüss, Gyarados, mein Freund. Der Angler ist besiegt. Und du hast einen Trainer links. Hey, bist du zufällig unterwegs zur Zenobo-Insel? Ja. Kannst du dich ein bisschen von mir coachen lassen? Hab gerade nichts zu tun. Klar. Aber ich guck kurz mein Handy eben. Okay, egal. So, sie kommt auf jeden Fall mit einem Mashok. Mal gucken, was dieses Mashok unser Pikachu aussetzen kann.
Ja. So, dann greifen wir das mal nochmal an. Das ist immerhin 44, Level 44. Rosana. Sorry, ich bin immer noch was am Essen. So, Akani. Gegen Rosana auf jeden Fall. Kapitelwelle sollte reichen. Nö. Kannst du mal aufstehen, bitte? Haha. Du hältst selbst gar nicht ab. Na gut, dass er uns zwei Runden geschlafen hat. Deswegen ist es Rosana jetzt mal kurz eben Kleinholz. Und jetzt hast du noch einen Kangama, okay. Dann dürfen wir unseren ersten Einsatz für unser Quappo haben. Kangama ist angriffslustig, aber... Oh, setzt irre stark ein. Na, das höre ich nicht. Das ist nämlich zwei Level drüber. Aber jetzt! So, dieser Trainer-Coach ist besiegt. Und jetzt frage ich mich, was er so uns gibt. Boah, du bist ein krasser Trainer. Dafür hat er was übelst Cooles verdient. Die Tim 35. Icy. Oh, nice. Das werde ich einem unserer, meinem Pokémon beibringen. Icy. Wo ist es denn? Da. Was nehmen wir denn dafür raus? Wir haben ja drei Wasserattacken. Ich sag mal, den Siedewasser raus. So, Siedewasser raus. Und dafür Icy rein. Also wir haben auch eine Eisattacke jetzt mittlerweile drin. Das heißt gut gegen Drachen-Pokémon. Was wir durchaus am Ende mal gebrauchen könnten. Super. So, am Ende viele, viele Tentoxas. Also drei Stück haben wir da, sehen wir da gerade mal. Da ist noch ein Schwimmer. Damit kann sie, dass mein Schwimmerherz höher schlagen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Jura. So. Ja, er weicht der Wasserdüse aus. Der Trainer scheint auf einer Sandbank zu stehen. Ja. Dein Jura wird schon mal down auf jeden Fall. Ich denke, dass wir danach die Weiterentwicklung nochmal sehen. Yugong. Oder? Nein, Seemon. So, das Seemon müsste eigentlich auch jetzt down sein. Ja, aber ja, kein Problem für uns. Da steht sogar noch ein Angler. Einen Wasserstein. Ist ja nicht so, dass wir gerade einen gebraucht haben. So, dann haben wir hier einen. Ja, da oben war noch ein Trainer oder so, ne? Haben wir den Tox eigentlich schon? Ja, ne? Ist ja eigentlich. Ist
jetzt gleich mal Pokédex nachgucken, so, ob wir uns nicht noch eins fangen müssen. Aber erstmal müssen wir dieses hier besiegen. Starmi. Das kennen wir noch nicht. Oder kennen wir das schon? Kann sein, ich weiß gar nicht, ob wir das schon kennen. Ich weiß gar nicht, ob Misty eins hatte. Ich glaube, Misty hatte eins. Ich glaube, das Starmi kennen wir nämlich schon. Naja, diese Starmie hat zumindest keine Chance gegen so einen Donnerblitz. So, da ist er etwas auf Level 44 aufgestiegen. So, jetzt gucke ich mal im Pokédex nach, ob wir schon tatsächlich den Toxer haben. Weil ich glaube, wir haben keins. Den Tacher müssten wir haben, aber den Toxer dürfen wir nicht haben. Wo ist es denn? Haben wir den Tentoxa? Tentoxa. Den Tentacha? Wir waren beide, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das Pokémon haben. Aber irgendwie haben wir es dann doch. Oben ist ein Trainer und da ist noch ein Trainer. Den will ich nämlich mitnehmen. Ach, wir haben noch ein paar Trainer, ne? Den habe ich gar nicht gesehen da oben. Ja, auch Leute wie ich drehen ja manchmal ihre Runden. Hast du etwa ein Problem damit? Ein Raufbold. Ist das, glaube ich? Ja. Mit einem Radikal. Auch ein scheiß Tiefschlag, ne? Nerv mich nicht. So, Radikal ist auf jeden Fall Geschichte. Ist down. Und Level 49 für... Ne, 50 sogar schon für Pikachu. Und ein Onix hinterher. Oh, Onix ist ja kein Problem dann für unser Quappo. So, einmal Surfer. Müsste dieses Onix eigentlich auch down sein. Ja, aber hallo. Tschüss, Onix. Der Raufbold ist besiegt. Sehr gut, da oben sind wir auch noch Trainer. Da habe ich zu spät erst gesehen, dass nämlich noch, da ist noch ein Angler. Ich weiß nicht, ob den anderen haben wir schon, glaube ich, den linken. Den anderen müssten wir schon haben, aber den haben wir noch nicht. Vor allem, weil wir den Pokéball noch nicht mitgenommen haben. Das ist ein Hypertrank. Oh Gott, bitte nicht. Ach Gott, nein. Ich wollte, hätte ihn gerne vermieden. Es ist der Typ mit den 6 Karpadors. Er hat nichts anderes als 6 Karpadors. Und es kann auch nichts anderes als Platscher. Doch, Decke kann es doch, aber... Och, Leute, ey. Aber der gehört irgendwie auch dazu. Irgendwie, glaube ich, gibt es in jeder Edition einen Typen, der 6 Karpador hat. Das erste von 6 haben wir schon mal down. Also Abwechslung hoch 10 haben wir nämlich irgendwie... Wir haben keine Abwechslung drin. Und der hat ein nächstes Karpador. Ja, es ist der Typ mit den 6 Karpador. Alter Schwede, bitte nicht. Den gehe ich dann auch wieder vor. Das ist mir meine AP für Pikachu zu schade. So. Einmal kurz Rasierblatt drauf.
Und das nächste Kappa-Tor. Welch eine Überraschung. Und das nächste, Nummer 5. Mach dein Typ. Lass mich raten, er kommt mit einem weiteren Kappa-Tor. Ich finde so Trainer eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich finde sowas so eine unnötig. So, damit ist der Trainer besiegt. Gott sei Dank. Hat ein Typ. Oh, 44 für Quappo. Mir doch noch ein Level up. Ja. Oh ja, irgendwie ziehe ich dir nicht nur Kappa durch. Also, ja, du fängst sie auch noch alle. So, dann solltest du eine andere Angel benutzen. So, dann haben wir das auch erledigt. Mein Gott, was ein Typ. Den Trainer haben wir schon besiegt. Den auch, weil der steht nämlich in unsere Richtung. Ja, den Trainer haben wir nämlich noch nicht. Na, komm her. Ach, der Sonnenschein fühlt sich einfach fabelhaft an. Ein Stami. Ja, es ist mal was anderes als nur Kavador. So. Ein King Lear. Das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Eine Vorentwicklung haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Aber die Weiterentwicklung weiß ich nicht, ob wir die haben. Aber erstmal haben wir sie als Gegner. Und jetzt ist sie down. Super Pikachu, hast du fein gemacht. So, haben wir jetzt alle... Alles aufgeräumt hier in dem Gebiet. Den nehmen wir noch mit, oder? Da ist auch noch ein Trainer. Ein Fläschchen AP Plus und ein weiterer Trainer, liebe Leute. Wir sind bald auf der Zinnoberinsel. Ich nehme gerade an einem Triathlon teil. So. Da solltest du aber nicht bummeln, sondern schwimmen. So, er hat auf jeden Fall einen Lamus. Lamus Level 42. Und Lamus hat keine Chance gegen den Donnerblitz. Tschüss. Und er hatte nichts anderes als einen Lamus, okay. Ich muss mir mal überlegen, wie ich mein Team aufbaue für Pokémon Evoli. Also, let's go, Evoli. Ah, wir sind schon auf der Insel. Perfetto! So, dann ist hier die Arena. Okay. Da können wir aber, glaube ich, noch nicht rein. Okay, perfetto. Können wir da auch durch? So, dann nehmen wir die Dame mal kurz eben. Nimm die Dame unsere Pokémon kurz im Empfang. Und ich mache dann hier, weil ich habe gleich Feierabend. Weil wir sind auch schon wieder lange, lange dran. Heute war die gut 21 dran. Gestern nochmal einen Arena-Kampf gemacht. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal ein bisschen genauer hier auf dieser Insel um. Ich würde mich sagen, ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und wie gesagt, danach kümmern wir uns um die Zinnoberinsel. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.